Der Hund und der Wolf. Ein Bauer hatte einen großen Hund namens Ballschuß. Als der Bauer nun einmal Roggen mähte, begleitete ihn der Hund und lief, während jener arbeitete, am Waldesrand hin und her. Da erschien auf einmal ein Wolf und sagte: »Ballschuß, Brüderchen, ich will dich fressen.« Da erwiderte der Hund: »Was willst du mich fressen? Du siehst doch, wie schrecklich mager ich bin.« Der Wolf fragte nun den Hund, ob er fett werden wolle. Und als dieser es bejahte, unterwies er Ballschuß so: »Siehst du dort das Kind der Bäuerin? Das werde ich in den Wald schleppen. Du aber jage mir nach und nimm dir das Kind. Dann wird dir die Bäuerin das beste Futter geben und du wirst fett werden.« Gut, so geschah es. Ballschuß rettete das Kind und die Bäuerin gab ihm zum Lohne das beste Futter, so daß er dick und kräftig wurde. Im folgenden Jahr wurde an derselben Stelle Roggen gemäht und Ballschuß streifte wieder den Waldessaum entlang. Da begegnete er demselben Wolf, der sagte: »Ballschuß, Brüderchen, jetzt fresse ich dich, denn nun bist du fett.« Aber Ballschuß erwiderte: »Jetzt nimm deine Schenkel in Acht, dass dir nichts passiert.« Und wirklich durfte ihm der Wolf nichts tun. Er sah wohl, dass Ballschuß stark geworden war. Da er ihn aber trotzdem in seine Gewalt bringen wollte, so forderte er den Hund zum Kampf heraus. Und der Hund ging darauf ein. Nun rief der Wolf die Hasen, Füchse, Rehe, Elche und den Bären zu Hilfe. Ballschuß jedoch nur 500 Katzen und einen Ziegenbock. Der Wolf mit seinen Gefährten war zu einer Eiche vorausgeeilt und sprach zum Bären: »Mischka, steig auf die Eiche und sieh, ob nicht der Hund schon kommt.« Und der Bär kletterte hinauf und meldete, er sei noch nicht zu sehen. Nach einer Weile sagte der Wolf abermals: »Mischka, steig auf die Eiche und sieh, ob nicht der Hund schon kommt.« Der Bär kletterte hinauf und rief ganz erschrocken: »O je, Bruder, jetzt kommen sie, 500 Piken mit einer Kanone voran, der König selbst hinterher.« Als der Wolf das hörte, da gab's kein Halten mehr und er lief davon. Der Hase und der Fuchs versteckten sich im Gebüsch, der Bär blieb auf der Eiche. Nun kam der Hund und schaute hierhin und dorthin. Kein Wolf war zu sehen. Aber die Katzen hatten bereits den Hasen und den Fuchs im Gebüsch sowie den Bären auf der Eiche erspäht. Was blieb dem Hasen und dem Fuchs übrig? Sie liefen auch davon. Der Bär aber sprang von der Eiche herab und brach sich den Hals.